Nach einem Jahr Bauzeit wurde am 30. Juli 2021 die Fischaufstiegshilfe in Wetzmann im Rahmen einer kleinen Feier in Betrieb genommen. Das etwa 150 Meter lange Projekt soll Natur und Technik in Einklang bringen. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich zur heutigen Inbetriebnahme der Fischaufstiegshilfe Wetzmann begrüßen. Und im Namen der Marktgemeinde, aber auch persönlich freut es mich sehr, dass zu diesem Anlass doch sehr hochrangige und namhafte Persönlichkeiten der Republik Österreich, aber auch des Landes Kärnten heute in unserer Mitte sein. Als Bürgermeister möchte ich mich bei Ihnen allen, alle die beteiligt waren an diesem Projekt, aber auch an den Vorlaufprojekten, bei allen Vertretern der öffentlichen Stellen, bei allen politischen Vertretern, bei den Grundbesitzern, den beteiligten Firmen, den Planern, die im Zuge der Geilverbauung der letzten Jahre beteiligt waren und mitgewirkt haben, sehr herzlich bedanken. Mit dieser Fischaufstiegshilfe Wetzmann ist ein wichtiger Schritt in der gewässerökologischen Begleitung realisiert worden, aber aus meiner Sicht noch viel mehr als das. Es ist im Rahmen der baulichen Maßnahmen auch wesentlich auf den Hochwasserschutz in diesem Dammbereich noch eingegangen worden und wir wissen alle, wie wichtig das in Zeiten wie diesen ist. Nach Recherchen des Wetterdienstes UBIMET war Kötschach-Mauthen im langfristigen Beobachtungszeitraum von 2007 bis 2019 die Gemeinde mit den meisten Starkregentagen pro Jahr in Gesamtösterreich. Der letzte Herbst und der Winter waren wiederum geprägt von extremen Niederschlägen in unserer Region, was uns sowohl im Zivilschutz, in der Schadensbehebung, aber auch in der Schadensabwehr extrem fordert. Durch die Geilverbauungsmaßnahmen gegen das HQ 100 und auch durch dieses Bauwerk und weitere anschließende Maßnahmen ist an unserem Hauptfluss der Geil bereits ein sehr großer Schutz, soweit es Menschen möglich ist, gegeben. Es wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, auch die Zuflüsse oberhalb und im bebauten Gebiet kontinuierlich weiter auszubauen. Der Schutz der Siedlungsgebiete vor Hochwasser und Lawinen und auch die nötigen Entwicklungsmöglichkeiten bei der Raumplanung in unserer ländlichen Region hängen hier von einem breiten Schulterschluss aller Kräfte ab. Ein guter Hochwasserschutz kostet viel Geld, aber ein schlechter Hochwasserschutz kostet ein Vermögen und im schlimmsten Fall Menschenleben. Das Leben im Alpenraum ist gefährlich. Und das stimmt, wir leben mit der Gefahr. Wir leben mit der Gefahr von Hochwasser einerseits, wir leben mit der Gefahr von Hangrutschungen, Muren, Sturmereignissen und so weiter. Aber die Menschen haben in der Vergangenheit immer mehr begonnen, sich davor zu schützen. Man hat sich halt geschützt, ohne ein Augenmerk darauf zu legen, wie denn dann das rundherum aussieht. Wie schaut denn das optisch aus? Nebensächlich. Wie schaut denn das für die Tierwelt aus? Wie schaut das für die Natur aus? Das hat man halt alles nicht so gewichtet, wie es vielleicht sein sollte. In den letzten Jahren tut sich da wirklich einiges. Und ich glaube, dass das richtig ist, dass wir sagen, es muss ein Miteinander sein. Das heißt, Schutz der Gebäude, Schutz der Menschen natürlich, aber auch ein Augenmerk darauf zu legen, wie geht es denn den Tieren, wie kann man dieses ökologische Gleichgewicht trotzdem, dass wir eine Gefahr bahnen wollen, aufrechterhalten. So viel, wie wir jetzt investieren in den Kärntner Hochwasserschutz, das hat es in der Vergangenheit so in dieser Art und Weise noch nicht gegeben. Wie partnerschaftlich wir das angehen können, vielleicht liegt das daran, dass du Kärntnerin bist, Lavantalerin. Aber es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Danke für das Verständnis. Ich glaube, dass auch der Bund ganz genau weiß, wie es uns im Süden Österreichs geht, was wir in den vergangenen Jahren mitmachen haben müssen. Und dass wir da viel, viel Mittel in die Hand nehmen, um einerseits die Menschen zu schützen und andererseits das auch so auszugestalten, dass ich sage, das ist schön anzuschauen und es macht einen riesengroßen positiven Einfluss oder hat riesengroße positive Auswirkungen auch auf die Natur. Danke vielmals. Es war Ende Oktober 2018, als ganz Österreich mitgezittert hat mit der Region, mit den Bildern mitgelitten hat, was das große Hochwasser und die Starkregenereignisse vor allem hier auch angerichtet haben. Dass wir auch damals eigentlich eine Situation gehabt haben, dass
fast die ganz großen Schutzbauten in einem ganz großen Ausmaß gehalten haben, Schlimmeres auch verhindert werden hat können. Das gibt uns schon auch eine gewisse Sicherheit, hat aber vor allem auch dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren das Engagement im Hochwasserschutzbau, vor allem in Kärnten, der Landesrat hat es angesprochen, massiv erhöht haben, dass wir alles dafür tun, dass wir solche Situationen in Zukunft auch noch viel besser abwenden können, schützen können. Das eine ist Hab und Gut und das andere sind Menschenleben, um denen es in letzter Konsequenz geht. Und auch die Bilder der letzten Wochen in Österreich von den Hagelereignissen, die einen Schaden im Norden Österreichs von rund 80 Millionen Euro verursacht haben, bis zu den massiven Hochwässern in Tirol, in Salzburg und in Oberösterreich in den letzten Wochen, wissen wir, dass das einfach eine Situation ist, auf die wir uns einstellen müssen und die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht weniger wird, sondern mehr wird. Ich bin absolut überzeugt, dass es beides braucht. Auf der einen Seite die ganz klar technische Ausrichtung und den maximalen Schutz und gleichzeitig halt dann wirklich auch das Wiederherstellen von Natur- und Lebensräumen für die Menschen und für die Tierwelt. Und ich glaube, genau dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie es auch in Zukunft gehen kann. Worauf wir uns zu 100% verlassen können, das sind unsere Ehrenamtlichen, das ist vor allem auch die Freiwillige Feuerwehr, die rund um die Uhr da ist, die verfügbar ist, wenn die Sirene ertönt, dann rennen sie schon zu den Autos und geben zum Teil wirklich auch ihr eigenes Leben dafür, dass sie andere schützen können und dass sie vor allem eben auch unseren Lebensraum in letzter Konsequenz sichern können. An dieser Stelle nur einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass wir das heute eröffnen können. Wir drücken die Daumen, dass uns wirklich große Schadereignisse die nächsten hunderten Jahre ausbleiben, aber wir haben zumindest die größtmögliche Sicherheit geschaffen, dass alles Menschenmögliche getan wird, um Hab und Gut und Menschenleben in der Region zu schützen. Vielen herzlichen Dank. Das Gailtal zählt zu den niederschlagsreichsten Regionen Kärntens und auch Österreichs. Wir haben hier in den Karnischen Alpen Jahresniederschläge von über 2 Metern und im Talbereich 1,5 Meter Niederschlag. Und es ist ja nicht nur der Jahresniederschlag das Wesentliche, sondern die Intensität des Niederschlages. Und wir wissen also, dass es gerade im Gailtal zu sehr hohen Intensitäten kommt. Die Anlagenteile an der Gail sind natürlich dann auch diese größeren Niederschlagsmengen dimensioniert. Wiewohl es, wie wir leider Gottes auch im Jahre 2018 miterleben mussten, auch hier noch zu Problemen kommen kann, weil wenn man von einem 100-jährlichen Hochwasserschutz spricht, so kann es sehr wohl auch zu Katastrophen kommen. Und da möchte ich ganz kurz auf den ersten Gailbauleiter, das war der Herr Ingenieur Paul Gruber, zurückkommen, der schon im Jahre 1878 sinngemäß gesagt hat, dass auch nach Ausführung aller dieser Baumaßnahmen Katastrophen kommen werden und dass die ausgeführten Bauwerke letztendlich nicht ausreichend werden. Das soll uns einfach nur daran erinnern, dass es ein Restrisiko gibt, mit dem wir letztendlich zu leben haben. Dieses Bauwerk hat eine Höhe von ca. 4,5 Metern und aus diesem Grunde ist es eben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen, das ist also zum einen die EU-Wasserrahmenrichtlinie und zum anderen der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan erforderlich geworden, hier eine Möglichkeit für die Fische zu schaffen, dass sie eben den Weg vom oberen Gailtal hinauf in das Lesachtal schaffen können. Und das ist eben heute nach dem Stand der Technik über sogenannte Fischwanderhilfen, über Fischaufstiegshilfen möglich. Was sind also die technischen Daten dieses Bauwerks? Wir haben also hier 4,5 Meter Höhenunterschied zu überwinden gehabt. Und das geschieht also hier über eine Kombination eines ökologisch gestalteten Gerinnes und eines sogenannten Vertical Slots. Das ist also ein rein technisches Bauwerk, wo also entsprechende Höhen immer wieder überwunden werden. Wir haben also hier die Notwendigkeit, ca. 18 cm einzustellen, damit also hier die Fische dann aufsteigen können. Im Bereich der Entnahme haben wir also ein Durchleitungsbauwerk mit einer Länge von 13 Metern durch den Damm, wo auch entsprechende Vorrichtungen vorhanden sind,
die es verhindern, dass also hier im Hochwasserfall dann auch der Gail letztendlich zu Überflutungen führt. Das heißt, es wird dann im Grunde selbsttätig geschlossen bzw. gedrosselt, dass also hier kein Hochwasser entsprechend austreten kann. Das sind also insgesamt 22 Becken, sodass also der gesamte Fischaufstieg hier 150 Meter beträgt. Die Fische brauchen auch eine entsprechende Lockströmung, das heißt, sie werden vom Wasser, das also hier über den Fischaufstieg hinunterfließt, angelockt. Und diese Lockströmung wird also mit ca. 230 Litern pro Sekunde dann eingestellt. Die Bauzeit hat ca. ein Jahr betragen. Ausgeführt wurde die Baumaßnahme von einer ortsansässigen Firma, das ist also die Firma Seywald Bau aus Kötschach-Mauthen. Mein besonderer Dank gilt natürlich den Vertretern des Bundes, des Landes und der Gemeinden bzw. im Besonderen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Ich möchte mich aber auch sehr herzlich bedanken bei den beauftragten Planungsbüros. Das ist also zum einen vom Wasserbaulichen her das Büro Czernuta aus Villach und den ökologischen Part hat also das Umweltbüro aus Klagenfurt hier übernommen. Ein besonderer Dank gilt auch der Genehmigungsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Hermagor, mit der wir ein langjähriges, ausgezeichnetes Verhältnis haben, wo es vor allem möglich ist, Maßnahmen rasch genehmigt zu bekommen, damit diese dann auch letztendlich dann zur technisch-finanziellen Genehmigung eingereicht werden und dann entsprechend auch zeitnah umgesetzt werden können. Zuletzt möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern herzlich bedanken, an der Spitze bei meinem Stellvertreter, Herrn Ingenieur Koller, der hier letztendlich die Projektleitung hier dieser Baumaßnahme übergehabt hat. Zum Abschluss wünsche ich mir, dass die Fische den Weg nach oben finden und dass das Hochwasser den Weg nach unten nicht findet. Vielen Dank. Herr der Welt, du hast die Schöpfung mit ihren Kräften den Menschen anvertraut, damit er sie durch die Arbeit gestaltet. Dein Sohn hat dich durch deine Hände Arbeit alles Menschliche schaffen geheiligt. Wir danken dir, dass du diese große Werkstätte hier erreicht werden könnte und heute seine Bestimmung übergeben wird. Wir bitten dich um deine Segen. Halte deine schützende Hand über diese Stätte menschliche Arbeit und über alle, die hier arbeiten. Bewahre sie vor Schaden. Schenke ihnen Erfolg und Zufriedenheit. Das gewähre uns durch Christus, unserem Herrn. Amen. Wir beginnen mit dem Segen. Allmächtiger Gott, hilf allen, die durch die Arbeit den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu sichern. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke allen Menschen durch eine gerechte Sozialordnung Eintracht und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre alle, die hier arbeiten, vor Unfall und Schaden. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, in der Arbeit der Menschen bist du selber tätig, um das unermessliche Werk deiner Schöpfung zu lenken und zu vollenden. Erhöre das Gebet deines Volkes. Lass alle eine menschenwürdige Arbeit finden, ihre Aufgabe treu erfüllen und einmütig zusammenwirken in dich am Nächsten. Darum bitten wir, durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Er segne euch, der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden. Nach der Segnung durch Pfarrer Sergio Sturo wurde die Fischaufstiegshilfe von den anwesenden Politikerinnen und Politikern offiziell eröffnet und geflutet. Besucher hatten die Möglichkeit, das Bauwerk zu begutachten. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro, die zu 83% vom Bund und 17% durch Interessensbeiträge aus dem Geilschlüssel aufgebracht wurden.